So sieht sie aus, die Arbeitswelt von Google in Zürich. Designed von Stefan Kamenzind. Der Schweizer Architekt war Donnerstagabend beim Dialog Holzbau in der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Normalerweise kriegt man vom Bauherrn eine ganz lange Liste von Räumen und Quadratmetern. Und Google hat einfach gesagt, wir wollen Büroräume, die unsere Mitarbeiter in ihrer Arbeit optimal unterstützen und motivieren. Flipperautomaten oder ein Wurzeltisch. Für den sogenannten Workplace-Innovator zu wenig. Denn laut einer deutschen Studie entsteht am Arbeitsplatz nur jede 25. Idee. Man kennt es von sich selber, oder? Wenn ich ein Problem habe, das mich beschäftigt, dann gehe ich vielleicht für einen Spaziergang, ich gehe vielleicht joggen, ich mache irgendwas, dass ich das vielleicht für mich besser lösen kann. Und genauso ist es am Arbeiten. Holz ist ein natürliches Material, einfach zu verarbeiten und ist angenehm. Und überzeugt durch ihre positive Ökobilanz. Alle 40 Sekunden wächst ein Holzhaus nach. Genau die Dinge, die wir oft im Büro nicht haben, da ist eigentlich Holz wirklich ausgezeichnet, um so ein bisschen den Wald, sag ich mal, zurück ins Büro zu bringen. Unsere Mitarbeiter oder die Mitarbeiter sind einmal das Wichtigste und das Kapital des Betriebes. Und dadurch muss man natürlich dort im Speziellen darauf schauen, dass die entsprechend gesund, vital sind. Die Pulsfrequenz sinkt nach unten, der Blutdruck sinkt nach unten. Und das hat man auch für sich im Zirbenbereich, also mit Zirbenholz schon feststellen können. Das NIBA-Forum in Lakirchen oder auch Schachinger Logistik in Hörsching wurden für ihre Holzbauten bereits ausgezeichnet. 6% insgesamt in Österreich, wo also Holz im gewerblichen Bau eingesetzt wird. Das ist nicht sehr viel, das ist eine Nische, die noch sicherlich ausbaufähig ist. Unternehmen mit Holzgebäuden werden deutlich besser wahrgenommen und ihre Kundenbindung ist größer. So das Ergebnis einer aktuellen Studie der Johannes Kepler Universität. Wir plädieren für die Holzhybridbauten. Wir plädieren dafür, dass man die Materialien miteinander, nebeneinander so einsetzt, wie sie eben ihre Stärken haben. Wir schauen, dass wir unseren Part erfüllen und dass wir das Holz in den Bau gut integrieren und hier nicht eine Konkurrenzsituation aufbauen. Am besten also eine Materialmischung. An Google dürfen sich Oberösterreichs Unternehmen auf jeden Fall ein Beispiel nehmen.